presented by www.gamingxp.com. Es ist Dezember 2034 und trotz globaler Erwärmung erreichen Shorts noch nicht, um irgendwo im amerikanischen Midwesten die Temperaturen rund um Weihnachten zu ertragen. Das erfahren wir im Vorspann von Lana, einer jungen Frau, die gerade mit der 8-jährigen Amy unterwegs ist. Lana will dem seltsamen autistischen Mädchen Hilfe verschaffen und telefoniert kurz vor der Ankunft in Silver City mit einer Frau, in die sie dabei große Hoffnung setzt. Doch Amy scheint beunruhigt, sie hat irgendein Schreckensszenario vor sich hingekritzelt und dann findet das Gespräch ein abruptes Ende, als ein Himmelskörper in der Stadt einschlägt. Der vorhin noch freundliche Schaffner wirkt seltsam verändert, mehr bekommt Lana aber schon nicht mehr mit, ehe sie das Bewusstsein verliert. Ganz neu ist der Hintergrund des Abenteuers nicht, der Spieler kommt sich ein wenig wie ein Überlebender vor, der in Resident Evil zwischen Zombie- und Umbrella-Fronten steht. Nur ist Lana keine Jill Valentine oder Alice, die sich einfach durch die Gegnerhorden ballern könnte. Lana selbst scheint von den Vorkommnissen ebenfalls betroffen zu sein, einzig die Nähe zur kleinen Amy verlangsamt die Infizierung. Grafisch setzt Amy zwar keine neuen Maßstäbe, kann sich aber für einen Download-Titel durchaus sehen lassen, allerdings hätten die Umgebungen noch einen Tick mehr Details vertragen können. Eher unspektakulär ist der Sound mit Effekten wie Zombie-Gestöhne und sich öffnenden Türen. Das Highlight hierbei ist eindeutig die äußerst atmosphärische Sprachausgabe im Spiel. Zombie-Schnetzler gibt es wie Sand am Meer und genau von dieser Masse will sich Amy abheben. Das ist inhaltlich auch gelungen. Protagonistin Lana kommt wirklich als verzweifelte junge Frau rüber, die einzig und alleine sich und das kleine Mädchen retten möchte. Spielerisch ist der Titel aber nicht ganz so überzeugend. Etwas oft drängt sich die Frage auf, was man jetzt eigentlich machen soll. Dafür weckt die Story wirklich die Begier, mehr zu erfahren, das wahrlich nicht bei jedem Survival-Horror-Spiel der Fall ist. Mehr gibt es wie immer auf soundportal.at und auf gamingxp.com nachzulesen.